Es tut mir weh, dass so eine bösartige Organisation wie die Toten Aale überhaupt existieren. Jedenfalls außerhalb der Gruselgeschichten, die wir als Schulkinder gelesen haben. Dass du und deine Männer auf dem Vrenhafen auf sie gestoßen seid, ist einfach furchtbar. Schiffe müssen überprüft werden, gewiss, gewiss. Aber wenn du verletzt wirst, während du kontrollierst, ob thyvianischer Fellhändler die richtigen Zollpapiere dabei haben, werde ich das den neuen Lordregenten und seiner Vielzahl von neuen Gesetzen nie verzeihen. Na, und was willst du gegen tun? Das, was Corvo tut. Du hast vom Abenteuer gesprochen, als du dich verpflichtet hast. Und es scheint dir Spaß zu bereiten, dich in Gefahr zu begeben. Aber gib mir, wenn ich hoffe, dass deine Patrouille weiter nach Westen verlegt wird, in die Nähe der Cauldron-Brücke. Dort, wo Corvus sich demnächst rumtreibt. Dorthin, wo die Militärpräsenz stärker ist und die Schmugglerbanden sich nicht trauen, ihre krummen Dinger zu drehen. So viel habe ich mir aus den Zeitungen zusammenreimen können, aber vielleicht ist es jetzt irgendwo in Donwell mehr sicher. Auf alle Fälle nicht den Fluss entlang. Es schmerzt mich, mir die Zollstation an den Kontrollpunkten nahe deiner Patrouille mit so wenig Personal besetzt vorzustellen. Ich werde ganz verrückt bei dem Gedanken daran, wie irgendwas wichtiger sein könnte als das Leben meines Bruders. Was würde ich nicht darum geben, für mehr Sicherheitspersonal an diesem Ort sorgen zu können? Hier ständen 100 Männer zur Verfügung, aber ich weiß, dass das unmöglich ist. Bitte schreibe mir wieder, wenn du dazu Zeit hast. Wir alle sehen uns nach deinen Worten und ich teile sie oft nach dem Abendessen mit Freunden und Besuchern hier in Driscoll. Möge dein nächster Brief Neuigkeiten darüber enthalten, wie du Lizzys Stride und ihre verfluchten toten Aale ausgeschmerzt oder gefangen genommen hast. Pass auf dich auf und denk immer an uns, deine Schwester Pearl. Oh, das ist aber lieb. Das ist aber lieb. Sie macht sich Sorgen. Ich habe mir auch gerade Sorgen. Mr. Blitzi Blitzi. Schutzkastenschlüssel. Ach, dafür war der. Ja. Wir wollen hier nicht Blitzi Blitzi machen, aber ich habe noch jemanden räuspern gehört. Ich muss Typ ausschalten, der hier irgendwo rumläuft. Alter, sind da viele Ratten. Überall diese pestverkrankten Ratten. Das gibt es doch nicht. Und wieso rede ich jetzt so merkwürdig? Keine Ahnung, weil ich den Typen drossle. Das ist so eine Bewusstlosigkeit. Do not use during high tides. Tides. Okay. Es ist keine Flut, würde ich sagen, also. Oder hieß Tides Welle. Wellengang. Na komm, ich will dich ins Boot legen. Ich komm da nicht hoch. Mit dem Gerl. Wieder der Harpunien. Ein betrunkener Walfänger. Ahoi, ahoi, ahoi. Darf ich dich jetzt ins Boot legen? Nachdem ich Ahoi gesungen habe? Ja. Aber Chicken, du hast doch gar nicht gesungen. Lüge. Du bist draußen. Ja, und dann lüge ich halt. Chicken lügt euch doch ständig an.
Aber wenn das jetzt gelogen ist, war es die Wahrheit. Achtung, das heißt, ich würde euch gar nicht anlügen. Jeder, der sich bei einem Betrieb von hohem Staatsinteresse nicht zum Dienst meldet, vom Lordregenten zum Verräter erklärt. Was haben die eigentlich hier ständig mit ihren Verrätern? Was ist, wenn hier jemand todeskrank ist? Wird er auch zum Verräter erklärt. Ich frage mich, wo die Tresorkombination ist. Da ist nur was drin. Alter, habe ich mich hier schlecht umgesehen. Naja, immer noch besser zu erkennen als in Episode 2. Das muss echt mal gesagt werden. Nee, du bist nur Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. 265. Okay. Dann gehen wir mal zum Tresor hinüber. Und öffnen wir ihn. Falls da nicht noch ein paar andere Typen meinen, mir dazwischen zu funken. Tarifverhandlungen in Betrieben von hohem Staatsinteresse sind ein Kapitalverbrechen. Dazu zählen Metallverarbeitung, Walfang. Also mit dem Doppelsprung wollte ich da auch kommen. Juristische und kirchliche Dienste. Wenden Sie sich bei Fragen an den Justiziar. Auch hinsichtlich der Vollstreckung. So, schicken wir es jetzt 265 oder 256? 265 würde ich sagen. Check hat mal wieder wunderbar aufgepasst. Aber hey, was habt ihr denn? Ist doch richtig. Ist doch richtig, Leute. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Sogar eine Stechkarte. Jetzt kann Chicken stechen. Lass das einfach nur. Lackier eigentlich noch irgendwo was herum an Bedeutung? Also einsammelbares, wertvolles Zeug? Ich hab ja es jetzt, als ich da drin war. Jegliche Sichtung ist augenblicklich der Stadtwache zu melden. Ja, Stadtwache melden, bla bla bla. Ich muss mal hier gerade ein bisschen Backtracking machen und kontrollieren, denn ich kann mich nicht auf meine Augen an sich verlassen. Ich brauche ein Nachtsichtgerät. Ist nur Ratte. Nur Ratte! Essen, noch mehr Essen. Ganz viel Essen. Meine Nase juckt. Informationen, die Welt braucht. Ja. Aber so lauthals ins Mikro niesen. Das wäre doch was. Nee, es wäre eigentlich ziemlich schlecht doof. Und momentan sehe ich hier nichts, so von wegen wertvolle Sachen. Aber hey, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, wie man so schön sagt. Mit Schicken kann man ja eh nicht vertrauen. Nö. Chicken ist ein böses Individuum. Sehr böse. So böse, ich schneide hier Ratten in Stücke. Obwohl die Ratten mir nichts getan haben. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Aber anscheinend liegt ja wirklich nichts mehr rum. Jetzt außer der Hundefraß da hinten.
werden ab sofort verlorene oder beschädigte Stechkarten nicht mehr ersetzt. Ja. Bei der Stechkarte wird der Zugang zum Betriebsgelände verwehrt und unverzüglich gekündigt. Ja. Laber nicht so viel rum. Ich hab doch schon meine Stechkarte wieder. Ist das überhaupt deine Stechkarte, Chicken? Verzweifle ich gerade ein wenig. Wieso? Wer findet das behalten? Ich dachte, das wüsstet ihr. Es sei denn, man bekommt Finderlohn. Also jemand bietet mir Finderlohn an. Was ist nur los mit euch? Es gibt genug Leute in Dunwall, die euren Job für die Hälfte machen würden. Aufmüpfige Arbeiter. Auf irgendwen muss ich doch die Schuld schieben können. Wie wär's, wenn du die Schuld mal bei dir selber suchst? Na, Mister? Walfleisch oder Hexenfisch? Komm, wir sind hier sind Wale, also essen wir den Wal. Ich wollte schon sagen. Ja. Also, dass du noch bewusstlos bist. Tot. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Das war schon so. Ohne Stechkarte kommen sie nicht rein. Aber wenn sie uns hier rausholen, kriegen sie meine. Ich komme bestimmt nicht wieder. Ich habe schon eine Stechkarte. Oh, dann haben sie wohl keinen Grund, uns zu helfen. Öffnen Sie das Tor, bitte. Oh, habe ich euch ausgetrickst? Gerettet von einem Assassinen. Das glaubt uns keiner. Ja, nicht? Ich bringe meinem Sohn das Kämpfen bei. Anders geht's wohl nicht. Wir müssen irgendwie an dieser Lichtwand vorbei. Schalten Sie sie aus, dann können wir im richtigen Moment an der Stadtwache vorbeischleichen. Sie ist schon aus. Hey, haben wir nicht zusammengearbeitet? Wie geht's Ihnen? Nein, das kann nicht sein. Nö, ihr habt nie zusammengearbeitet. Die halbe Stadt ist wenn tot. Wenn Sie Rothwild sehen, zögern Sie nicht. Überleben. Das ist alles sein Werk. Ist die Lichtwand ausgeschaltet? Ja, ist sie. Seit 30 Jahren. Sie können gehen. Schlagen Sie sich nach draußen durch. Danke. Sie haben, was Sie brauchen? Sagen Sie Abigail Ames, dass wir noch immer an Sie glauben. Viel Glück, Sir. Sie gehören zu den Guten. Ja, mal davon abgesehen, dass ich eh ein paar tausend Leute abgeschlachtet habe, da ich ein Assassine bin. Wir sind immer durch die Ablauftunnel rein und raus. Jetzt sind da nur noch die Ratten. Ekelhaft. Ablauftunnel, ja. Da liegt ja sowieso noch eine... Ein Knochenartefakt. Hoffentlich kriegt Rothwald, was er verdient. Er war auch mal arm, hat auf der Straße gelebt. Sollte es besser wissen. Ja, Geld verändert Menschen. Hast du das noch nicht begriffen? Und er will lieber mit mir weiterreden. Solidarität, das sagt Abigail immer wieder. Aber ich weiß wirklich nicht, was ich mache, wenn Rothwald mich auf diesen Stuhl setzt. Ja? Hat er mich an der Wand eingezwängt? Das gibt's doch nicht. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Das gibt's doch nicht. Mich, das Chicken, gegen die Wand. Nee. Auf solche Spielchen stehe ich ja nun gar nicht. Fischchen. Und hier gibt's... Wow.
Ich habe eigentlich im Grunde nur wegen dem auslaufenden Öl nach oben gesehen und dann das Ding da oben erblickt.